sins be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Ja, hallo, liebe Eltern und all meine lieben Facebook-Freunde im In- und Ausland. Ebenfalls auch alle Interessenten für die tolle, gemütliche Vorweihnachtszeit. Ja, wir stehen ja hier 2 Tage vor dem Nikolaus. Ne? Wir haben heute den 4.12.2022. Es ist heute Sonntag, der 2. Advent. Also ein wunderhübscher Anlass. Und ich wollte euch eben dieses Traummärchen 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, was ein internationales, also es geht um die Welt rum und Millionen Menschen gucken dieses Märchen jedes Jahr, weil es einfach das allerschönste Weihnachtsmärchen ist, ja. Ich finde es wunderschön, ganz, ganz toll, bezaubernd, interessant und ja, sehr romantisch, ne? Und hat ja auch Happy End. Der Prinz findet seine Traumfrau, ja? Und gemeinsam findet nachher dann ein Königsball statt, ne? Das werden wir dann auch noch etwas drehen. Aber zunächst möchte ich euch doch mal vorstellen, hier meine ganz tolle Kollektion der neuesten Weihnachtskalender. Ja, die hat mein Videofilmer, der charmante Markus, der passt dann immer sehr auf in der Weihnachtszeit, wo es diese ganz tollen Leckereien hier zu kaufen gibt und besorgt mir die alle. Ne? Ja, also wie gesagt, diese Sachen hier, die werden jetzt gleich mal gedreht. Eine Besonderheit ist doch hier auch der Dresdner Christstollen, ja, den haben wir hier von Emi Reimann, ganz tolle Marke. Ich esse seit Jahren, es ist also Tradition, dass ich diese verschiedenen Christstollen esse, einmal Emi Reimann und Dr. Quent, ja, sie schmecken beide ganz toll und fantastisch und auch wenn ich das netten alljährlichen guten Freunden und auch meinem Rechtsanwalt schon mal anbiete, dann genießen die das ebenfalls, ja? Also, ich würde vorschlagen, dass wir das gleich mal drehen. Eine Besonderheit muss ich noch hervorheben, und zwar diese süßen Zwerge hier, ja? Diese hübschen Zwerge. Die sind aus dem Märchen von Schneewittchen, ne? Schneewittchen. Und meine Eltern, die haben so einen wunderschönen, ganz tollen, großflächigen Garten mit wunderschöner Bungalow-Anlage, ja. Diese hübschen Zwerge habe ich also gemeinsam mit meinem Videofilmer gekauft und die wollen wir auf jeden Fall als Nikolausgeschenk meinen Eltern schenken. Eine passende, hübsche Geschenktüte habe ich dann auch noch besorgt. Wir können das Ganze auch mal drehen. Also Markus, sei doch mal so lieb. Videofilmer, du musst mal kurz eine Pause machen, weil jetzt ist Rosalie, die Eule,
von 3 Haselnüssen für Aschenbrödel zu sehen. Ja? Die Hauptdarstellerin hat jetzt ihre Schätze noch von der leider verstorbenen Mutter, eine ganz tolle Brosche, die sie also immer wieder würdigt und auch an ihre richtige Mutter sehr erinnert. Und jetzt öffnet sie wieder eine Zaubernuss. Denn das ist ja das Besondere des Märchens. Die 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, die habe ich mir immer gewünscht. Ja, die habe ich mir immer gewünscht. Und dieses tolle Ballkleid, was jetzt gleich kommt, das ist doch auch fantastisch. Ja, traumvolle Farben. Alles mit Glitzer. Wunderschön fand ich das und die tolle Kette da. Sehr beeindruckend. Das ist Nikolaus. Nikolaus, wie kommst du denn hierher? Nikolaus hilft ihr immer, die Ziele auch zu erreichen. Ja, das ist Rosalie. Rosalie. Ihre Hoheitsfürstin von der Weihe. Jetzt wird der Ball vorbereitet. Das ist das Königspaar. Das ist Rolf Hoppe, ein ganz, ganz toller Darsteller. Ja, der ist bei uns früher sogar ein- und ausgegangen. Seine Tochter hat bei meinem liebevollen Vati, der ja Musikwissenschaften studiert hat, also Gesangsunterricht genommen, privat, ja. Ich möchte dich sehen, wie du lächelst, wenn man dich mit solchen Schnepfen verheiraten will. Ja, gut, dann machen wir mal wieder eine Pause. Gleich drehen wir dann noch mal den Ball, denn der wird ja jetzt gleich stattfinden. Hast du gesehen, wie der Prinz dir zugelächelt hat? Hab ich hier so ein Theater gemacht wegen des Heiratens? Wo hast du damals Mutter geheiratet? Und mir lässt du noch der unbekannte Mieten vorführen. Wie Tochter, kleine Röschen. Frau von Sperling, die Tochter. Wäre es nicht besser, wenn du dein Temperament beim Tanzen beweisen würdest? Das ist schon alles egal. Zeig mir eine und ich hole sie zum Tanz. Ja, möchte ich noch mal betonen, hier diese schicken Socken, da bekommt mein Vati ein paar zum Nikolaus und mein charmanter Videofilmer, der Markus, der das auch immer hervorragend macht, bekommt auch ein paar geschenkt. Also, warme, interessante, kreativ gestaltete Socken sind doch schön farbenfroh, ne? Ist doch immer was Gutes. Ja, wenn es euch gemütlich machen wollt, dann schlage ich doch vor, die leckeren hier Vorweihnachtsplätzchen zu genießen. Das werde ich in nächster Zeit dann tun. Wahrscheinlich werde ich sie noch zulassen, weil ich sie aufs nächste Video dann auch noch mal mit drauf nehme. Und dazu gibt es dann diesen tollen Cappuccino hier von Krüger. Schoko-Goldnuss. Der ist doch auch hervorragend und schmeckt ganz, ganz lecker. Tja, vielleicht diese Seite mal. Ja, ich hoffe, ich gefalle euch heute diesen schicken, hier leichten Pullover, ja, in den farbenfrohen Farben, schwarz, pink, liebe ich sehr, ist sogar mit Glitzer, ja, den hat mir meine liebenswerte Mutti geschenkt, die ist auch immer sehr aufmerksam. Und hier diese tollen Weihnachtsschüchchen hier mit meinem Weihnachtselch. Die habe ich mir auch angelegt.
sind doch toll. Und vor allen Dingen, sie sind warm. Und sowas braucht man ja jetzt. Wir sind schließlich im Dezember. Na? Ja, wenn ihr es euch dann noch gemütlicher machen wollt, dann nehmt ihr den Kakao. Der ist aus Holland. Oh, Markus, jetzt müssen wir mal ganz kurz das Schloss Moritzburg. Das ist bei Dresden. Ich war auch schon ab und zu dort und habe dort auch meine Kindheit verbracht, ja? Schloss Moritzburg ist ein ganz tolles, bezauberndes Schloss. Heute ist ja da ein wunderschönes Museum drin mit den ganzen Trachten und Kostümen von den Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, jetzt traut sie sich. Nikolaus hat ihr wieder verholfen, dahin zu gelangen. Jetzt traut sie sich, hat die schicke Kette um, das tolle Kleid an. Also Schloss Moritzburg ist eine fantastische Gegend, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und wenn es nicht so weit weg wäre hier von Düren, ja, weil wir drehen ja hier aus Düren, ach, dann wäre ich schon wesentlich öfter auch mal da gewesen. Da ist die dicke Tonne. Ja, bitte keine Kommentare heute. Es ist mein Video, das möchte ich doch ganz toll gestaltet haben. Ja, wie gesagt, jetzt findet der Ball statt und wenn man es sich gemütlich machen möchte in dieser Vorweihnachtszeit und auch Weihnachtszeit und natürlich Winterzeit, dann Christkindlglühwein. Schmeckt hervorragend. Hab mir in den letzten 3-4 Tagen habe ich mir einfach auch mal so ein Tässchen gemacht, ne? Habe ich dann auch so eine passende Weihnachtstasse noch dazu, ne? Och, da bekommt man direkt ein gemütliches Gefühl, ja? Natürlich gibt es auch Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Verschiedene Weihnachtsmärkte, die sind ja jetzt alle geöffnet, ja? Da könnt ihr das natürlich dann auch genießen, ne? Kann ich euch auch nur empfehlen. Oder hier Gersthacker Christkindels. Bio-Glühwein. Auch lecker. Sie haben ja eine Courage. Nein, so viel Sie nur wünschen. Ich danke vielmals. Ich mache keine Schulden. Spezialität vom Nürnberger Christkindlesmarkt steht drauf. Oh ja, ich finde das Design auch sehr schick gemacht. Du hast ja noch einen Punsch, ne? Bitteschön. Eine Feuerzangenbowle hast du noch. Ja, das stelle ich dann im Video Teil 2 vor. Heute stelle ich das noch nicht vor. Na toll. Ja, super. Toll. Ganz toll. Was meinst du, Nikolaus, ob ich zurückgehen soll? Ja, und das ist natürlich der Weihnachtsmann. Ne? Der da mit seinem Schlitten durch die Lüfte und alles und uns dann die hoffentlich tollen Weihnachtsgeschenke wieder bringt, ne? Was ist denn da drin in der Dose? Dann hoffen wir doch auch auf Weihnachtsgeld, ne? Ja. Von den liebevollen Eltern dann hoffentlich wieder so. Die spielt auch. Oh, jetzt hat sie leider aufgehört. Da muss ich sie mal wieder hinstellen. Okay. Ja. Ja, und dann kann der liebe Markus jetzt mal den ganzen Weihnachtstisch hier drehen. Ich habe schon dekoriert. Kommt noch was hinzu bis Weihnachten. Aber ich denke mir, dass ich mir doch schon ganz schön Mühe gegeben habe. Kommt dann in die Mitte wahrscheinlich dann noch eine Beleuchtung. Ne? Wunderbar. Was gibt's noch? Ja. Jetzt
beginnt, dann wahrscheinlich gleich wird er seine Auserwählte dann endlich jetzt hier zum Tanze bitten, weil sie kommt ja gleich durch das Schlosstor hier die Türe rein, ne? Weihnachtsservietten hier, bitte schön, auch mal. Die werde ich dann auch noch auf dem Tisch. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich im Video Teil 2 präsentieren. Zimtsterne. Zimtsterne. Echter Zimt. Ja. Und tolle Weihnachtsäpfel hier. Orangen dürfen nicht fehlen. Die Zapfen. Das da vorne ist das? Nee, das Sternanis da. Ja, genau. Alles, was man für einen Glühwein oder für einen Rumpunsch braucht. Oder für eine Feuerzangenbowle. Richtig. Genau. So, dann haben wir hier noch die Gewürzspekulatius von Favorina. Markus, wo hast du die bitte besorgt? Das ist aus dem Lidl. Der Hersteller ist aber hier, wie in den allermeisten Fällen, Borggräve. Steht auch an der Seite drauf, vielleicht drehst du mal. Ja. Nee, auf der Seite. Ja. So, produziert von Borggräve. Das hat man ja recht häufig, dass die Premium-Produzenten dann auch für Discounter produzieren und das Ganze dann günstiger anbieten, ne? Die sind nämlich auch immer sehr lecker, muss ich sagen. Und ich meine, es ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich speziell tue mir dann manchmal auch sogar noch Nutella da drauf. Das gibt der Sache noch eine besondere Note und schmeckt auch ganz lecker. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, das waren also die Weihnachtsspezialitäten. Das war mein Videoteil 1 hier. Den möchte ich auch noch vorstellen. Der ist doch auch ganz toll hier. Was ist das denn? Auch ein ein Adventskalenderkarte. Habe ich gekauft im DM. Das kann man wohl auseinanderklappen. War nur einmal da, habe ich direkt zugekriegt. Ach, das ist ein Adventskalender. Was passiert denn, wenn man dann die Türchen aufmacht? Was ist denn dahinter? Ja, das möchte ich jetzt nicht besprechen. Das weißt du selber nicht, ne? Das werde ich rausfinden in den nächsten Tagen. Und wie gesagt, ich war also auch privat jetzt sehr beschäftigt, ne? Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, meine wunderschönen Türchen hier zu öffnen, denn ich werde ja, zwei Kalender sind ja für mich, ne? Und die anderen, die schenken wir ja guten Freunden und auch den Eltern einen, ne? Aber ich werde jetzt mich beschäftigen, die Türchen zu öffnen. Das mache ich heute aber nicht. Ich führe es euch ein andermal vor. Und was ich auch noch ganz süß finde, sind hier die Weihnachtsdeko-Sticker. Ja. Moment mal. Moment. Jetzt sind wir auch noch runtergefallen. Bitte muss das schön. Mehr ins Licht halten. Weihnachtsmänner. Da sind 3 Bögen. Jetzt haben wir Probleme mit dem Fokussieren. Halt das mal bitte fest. Ich kann das nicht fokussieren. Ja. So, 3 Bögen. Da sind auch so 3 Bögen drin. Sind das auch verschiedene Motive oder immer dann dasselbe? Ich gehe von aus, dass es verschiedene Motive sind. Das möchte ich jetzt auch nicht alles ausdiskutieren. Es ging mir jetzt hier nur mal um das Design. Top, ne? Das Design ist nämlich toll. Mit Hintergrund Silber, ganz schön. Ist ja viel zu schade, für auf die Briefe zu kleben. Aber so mancher freut sich eben, ne? Oder eben auch meine Karte schön kreativ zu gestalten. Ja. Also ich hoffe, euch hat meine Vorstellung gefallen. Was ich mir dann auch noch hier mal wieder rausgeholt habe, diesen tollen Schal, den habe ich nämlich mal in Spanien mir angeschafft. So, denn da ist ja nun mal auch im Dezember, Januar klein bisschen Winterzeit, aber immerhin noch 8 Grad wärmer immer wie hier in Deutschland, ne? Aber der ist doch auch schick von den Farben her, ne? Steht mir auch ganz gut. Habe ich auch eine passende Jacke zu, ne? Ja, es wird jetzt eben, wie gesagt, ein bisschen kälter, ne? Leider Gottes. Man muss jetzt wieder die Stiefletten rausholen. Und dann
wollte ich so gern in den nächsten Tagen dann auch mal mit meinem Videofilmer über den Dürener Weihnachtsmarkt, ne, dass wir da auch noch ein hübsches Video drehen. Haben wir auch schon mal im vergangenen Jahr getan. Ihr könnt euch das übrigens alles anschauen auf unserem Videokanal www.youtube.com Club Blend Orange. Ich wiederhole, www.youtube.com Club Blend Orange. Ja, das ist also der Videokanal, wo wir stets und ständig die neuesten Videos auch präsentieren. Na? Und ich hoffe, dass dieses Video jetzt hier perfekt durchgeht, ja, und auch keine Probleme bei YouTube gibt oder so. Das ist mein größter Weihnachtswunsch. Ich möchte, dass dieses Video, bitteschön, veröffentlicht wird. Ja, okay, ihr könnt das Video dann liken, teilen und abonnieren. Ich wünsche euch eine fantastische Vorweihnachtszeit und lasst euch gut beschenken zum Nikolaus, natürlich und noch zu Weihnachten, aber so weit sind wir ja noch nicht. Bis dahin habe ich dann noch ein Video gedreht. Ich wünsche euch einen ganz tollen, gemütlichen, angenehmen zweiten Advent noch und verabschiede mich hiermit. Ciao!